Oh, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So. Kann man hier irgendwas... Ja. Wir haben Deckel. Wozu brauchen wir den Deckel? Hier ist sonst nichts weiter, ne? Nein. Hier kann ich auch hingehen. Was ist das? Da ist ein Häuschen und eine Zeichnung. Aua. Stift. Ah, es gab auch mal bessere Zeiten. Davon lassen wir uns jetzt nicht stören. Passiert das nochmal? Nein. Hä? Ah, die Mutter war böse, der Vater war böse. Und sie hat geheult. Sie war unglücklich, nicht geheult. Ah, man muss das bloß lange genug angucken, dann kommt das andere Bild. Als arme Kind. Ich sag ja. Traumatisiert. Wir haben einen Schwanz. Ah. Hier. Oh. Oh. Passiert das nochmal? Nein. Ja. Aua. War das gefährlich? Bloß ich konnte bei der Katze ja nichts mehr machen. Gehen wir hier nochmal gucken. Das ist nur die Zeichnung. War ich jetzt von ab? Da oben war noch was auf dem Tisch. Vielleicht können wir damit was anfangen. Honig oder so. Um das anzukleben. Ich weiß es nicht. Aber ich kann hier nichts mehr nehmen. Gar nichts. Hier ist ein Schränkchen. Das ist nicht gut, das ist bedrohlich. Ich kann hier bei der Katze nichts machen. Kann ranzoomen? Okay. Was passiert, wenn ich hier lang gehe? Die Tür ist zu. Ich muss da weitergehen. Ist hier denn noch irgendwo was? Auf dem Tisch ist nichts. Hier drinnen, hier kann ich auch nichts nehmen. Hier kann ich mir nur die Zeichnung anschauen. Und wenn ich in... Da brennt was. Die Richtung gehe, dann kriege ich irgendwann eine auf dem Dez. Da, seht ihr? Und dann wache ich da wieder auf. Muss hier irgendwas mit der Katze sein, aber das Ding da hält nicht und das kann sich eigentlich hier nur in diesem Raum befinden, sonst kommen wir ja hier nicht weiter, würde ich sagen. Ja. So, gucken wir nochmal. Aber hier kommt eindeutig keine Patschhand. Ich kann hier auch drücken, wie ich will. Das ist auch kein Honig. Da ist noch was. Das ging vorher nicht. Ich habe ein Zahnrad.
gehen wir mal zum Kätzchen. Immer noch nicht das Richtige. Da! Wie komme ich denn da ran? Da liegt es. Was ist denn hier mit dem Bild los? Ah, ich habe eine Idee. Geht das? Okay, jetzt haben wir aber das Richtige für dich, Kätzchen. Oh, guckt mal, wie sie schnurrt. Die macht, die ist wie eine Lampe. Guckt euch das mal an. Ich muss. I hate you. Good. At least you can still feel something. I look at you and I see nothing. Not the beautiful girl I fell in love with. Not the mother of my child. Not even the hateful monster you pretend to be. You're just empty. I look at you and I feel nothing. It scares the hell out of me. You forgot to say how hideous. Go on. I know you want to. Not that again. I know you're disgusted with me. Admit it. Right. I am disgusted with you. But it has nothing to do with the way you look. I'm disgusted with what you let it do to you. How you let it change you. Danke, Mieze. Das ist gar keine Tür. Sie ist bei ihren Katzenkindern. Oh, ist das putzig. Jetzt ist jetzt. Ja, ja, der Mann hatte ein Problem mit seiner entstellten Frau, weil sie jetzt nicht mehr der so schön aussah. What? Oder? Oh, that's all right, honey. Something got into mommy's eye, that's all. You be a good little girl and go to sleep. Daddy's working, so we can't disturb him. Mommy has to go downstairs and take a bath. I love you. Da war das Messer im Bad. Da kann ich mich noch dran erinnern. More than a wife, she was first and foremost his muse. Her beauty and talent drove him. After the accident, she became a burden. A disgusting monster screeching out from her bed. An anchor weighing him down. Ja, ja. Testament. Ich und so, mich an den Rest meiner geistigen Gesundheit klammernd, erkläre dies als mein Testament. Ich erkläre hiermit alle meine vorherigen Testamente als genauso wertlos wie die leeren Hülsen, die sich meine Freunde und Partner nennen. Mein Agenten Thomas Caldwell vermache ich das teuflische Ungeziefer, das in meinem Haus nistet, und bete darum, dass es genauso endlos an ihm nagen und ihm das Blut aufsaugen wird, wie es das bei mir getan hat. Oder mit mir. Meinem Verleger Liam Brickstone vermache ich die Flammen, denen die Liebe meines Lebens zum Opfer gefallen ist, und hoffe, dass sie ihn zusammen mit der elenden Schlampe und dem kreischenden Balg, die er seine Familie nennt, einäschern werden. Meinem Rechtsanwalt James Jerome Settler vermache ich die Krankheit, die meinen Verstand und meine Seele verrotten ließ, damit er sich genauso leer und nutzlos fühlen kann, wie er dies für mich gewesen ist. Allen sonstigen Schmarotzern, die aus dem Gebell kriechen, hinterlasse ich nichts. Zur Hölle mit euch allen.
Zu guter Letzt vermache ich dir, meiner geliebten Tochter, meinen gesamten irdischen Besitztümer, was auch immer sie wert sein mögen. Hoffe ich, dass sie dich inspirieren werden, dein wahres Potenzial zu erkennen. Das letzte und kostbarste Geschenk jedoch kann ich dir nicht geben. Das musst du selbst entdecken. Ich glaube an dich, wie ich es immer getan habe. Tja. Hier ist nichts drin. Ist hier noch was? Nein. Es war mal ein schönes Haus. Da oben war der Boden. Der ist aber nur runtergekommen. So, damit haben wir die Erinnerung hier drin auch abgehakt. Hier komme ich nicht lang. Hier bin ich schon damals reingefallen, habe gedacht, das sind irgendwelche Münzen. Waren es aber nicht, das Telefon. Ja, das war eine interessante Sequenz hier in diesem Raum. Sehr interessant. Jetzt flackert das Bild wieder. Hier ist noch ein Buch. Den Stift haben wir aber immer noch. Den haben wir aus den Erinnerungen, aus der Erinnerung mitgenommen, ne? Hier war ein Raum, hier hat er die ganzen Bilder deponiert, wo er die Mutter gemalt hat. So sah sie aus danach und so sah sie vorher aus. Eine schöne Frau. Er hat einfach versucht, aus Erinnerung heraus sie zu zeichnen, vermute ich jetzt mal, oder interpretiere das mal, und das ist ihm nicht gelungen. So schlimm sieht die Idee, das geht doch noch, das ist zwar nicht schön, aber... Oh, ihr kleines Zimmer. Das Bild! All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Papa malt sie. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt the... Princess! Keep looking at me! Look at me! Ich guck doch, Papa! Do you want this story to have a happy ending or not? Doch, ich will, dass sie gut ausgeht. God damn it! Not again! Fine! Because the princess wouldn't stop fidgeting, she was set upon by the evil witch's minion and dragged off into the darkness, never to be seen again. The end. Papa, du bist böse. My fault. It was always my fault. All I had to do was stay still, day after day, for hours on end, until he would finally get it right. I've lost count of how many attempts there were, but each one made me feel like I was his greatest failure. Ah, der Vater war ein Grumpelsack, hoch drei. Was nun? Da hat er sowas gezeichnet. Und das hängt ja noch im Kinderzimmer. Na toll. Jetzt waren wir noch nicht im Keller, ne? Ich denke mal, ich habe jetzt hier alle Räume abgeklappert. Hier waren wir drin. Hier sind ja auch die Türen auf. Bis auf den einen Raum, wo wir einen Schlüssel brauchen. Was ist das hier? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ratte. Lügen, 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 lügen. Halt, ich wollte mal auf die Rückseite schauen. Geht nicht. Lügen, 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 lügen. Ne, hier waren wir auch drinne. Hier waren wir... Das war das Schlafzimmer. Hier kamen wir nicht rein. Jetzt kommen wir hier rein. So, after all this time, after all I've been through... Stay here. Your mother and I need to talk. This... Is all you have for me? And of all places, you chose this room. You think I don't hear that? Stop crying! Don't
many memories. This one room filled with more memories than I can count. I thought I told you to be quiet! Oh, the lovely memories. I imagined him standing there, all smug and pleased with himself, thinking this piece of canvas was somehow going to fix everything. I imagined what I would say to him, what I would do. My daddy, you shouldn't have. You really shouldn't have! Oh, yay. Oh, yeah? Scheiße, wo kommt das Feuer her? Ich war noch nicht im Keller. Na gut. Ohne Keller. Ja, kurzes Intermezzo hatte ich ja auch gemeint. Brother Team. Piotr Babinio. Mal überlegen, wann ich das raushaue. Ich weiß das gar nicht. Ich habe im Moment so viele Spiele auf Vorrat. Weil das einfach nur Spaß macht und das auch, so wie ich jetzt das alles mir eingerichtet habe, sehr effektiv geht. Aber darüber will ich jetzt gar nicht quatschen. Also, schön. War zwar jetzt nur, na, wenn man den Keller noch mitnimmt, wahrscheinlich anderthalb Stunden. Schade, dass ich da nicht runtergegangen bin. Wollen wir da nochmal runtergucken? Kann man das nochmal starten? Ich kann nur neues Spiel machen. Ich will einfach nur wissen, was im Keller ist. Kapitelauswahl. Prolog. Damit ist aber das Spiel gemeint. Hier kann ich keine Kapitel... Wir machen einfach mal. Ich will einfach nur schauen, was im Keller ist. Ich spiele das jetzt nicht nochmal durch. Ist ja auch noch Zeit. Wir gucken nochmal schnell in den Keller, wie gesagt. Nur im Keller. Mach schneller. Wir wollen in den Keller. Die Zwischensequenz überspringen wir, weil wir kennen das ja schon. Das haben wir ja zu Beginn gesehen, gehört, in der ersten Folge. So, F, um die Taschenlampe anzumachen. Und jetzt geht's gleich in den Keller. Hier nochmal reingucken. Oh. Hier. Denn da sind wir nicht hingegangen. Da ist ein Zettel. Was ist das? Lieber Herr und Frau Kirkstein, ich flehe euch erneut an, mir meine Tochter zurückzugeben. Gebt sie mir zurück, gebt sie mir zurück, gebt sie mir zurück, gebt sie mir... Mit freundlichen Grüßen, das war der Papa. Dem haben sie selbstverständlich logischerweise die Tochter weggenommen. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Das hätten wir dann nicht gesehen. Was ist das hier? What is that? Oh, könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich hoffe, das hat yes, that's it. Jemand gesehen. Oder mal woanders gesehen. Das Klavier. Mutti saß im Rollstuhl und war unglücklich. Die Tochter saß am Klavier und war unglücklich. Mehr ist hier auch nicht, ne? Da fing die Musik an zu spielen und alles fing hier an zu schweben. Das war so eine schöne Szene. Mehr ist hier nicht im Keller. Okay, dann haben wir das aber auch geklärt. Die Erinnerung wäre mir sonst... Ja, verloren gegangen. Jetzt müsste ich das natürlich alles nochmal spielen. Denke ich mir mal. Ja, hier ist der Raum mit der Palette. Hier ist das Bad. Still life. Still die. Ah, hier geht nichts mehr.
Ich geht immer noch nichts auf. Die Fliegen gehen mir immer noch auf den Sack. Dich habe ich vorhin gar nicht gesehen. Vorhin. Ja, für mich vorhin. Na gut, ich denke mal, ich mache jetzt hier Feierabend. Das sind dann 4 Folgen. Die kriege ich irgendwo noch reingequetscht. Vielleicht am Wochenende. Mal schauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Zu irgendeinem anderen Let's Play. Tschüss.